Wir haben in den neuen stufenlosen Deutz. Hier sitzt ja, auch moin der, Leute. Sitzt auch der Chef. Hier sitzt schon einer drauf, ne? Ich bin da mal raufgekommen. Ja, der Deutz TTV. Stufenlos, wie Michi schon sagte. Ja. Ja, wir haben ja ein bisschen zum Ausprobieren für uns. Und dann nehmen wir euch natürlich mit in diesem Video. Und es wird auch nur um den Trecker gehen. Wir Was er alles kann. Ich fand das schön. Wir haben ihn gestern geholt. Michi hat eine ordentliche Einweisung gekriegt. Dann hast du dir mal das Buch vorgenommen. Der hat wirklich hier über 2 Stunden drin Trecker gesessen, das ausprobiert, was er kann. Natürlich ist das auch vom Vorteil, wenn du vorher schon mal einen Stufenlosen gefahren hast, fällt dir vieles leichter, wo du hinkommst und wo du hingehen kannst. Aber das wird Michi in den nächsten Videos mal richtig ordentlich. Ja, in diesem Video wird das was? Komplett um eine Kabine gehen. Ne? Ist für euch ja auch schön, wenn ihr so ein Ding mal zur Vorführung holt. Man kann es mal im YouTube machen und lässt ihr das mal eben erklären. Ja, und wir machen das Ganze ganz neutral. Wir sagen jetzt hier nicht, was ist besser, was ist schlechter. Und es geht hier nur um den Trecker. Um den Deutz-Fahr. Genau. Also, viel Spaß. Viel Spaß. Ja, so sieht das aus, wenn man auf einem neuen stufenlosen Deutz sitzt. Und ich nehme euch heute mal ein bisschen mit, zeige euch mal die Kabine und erkläre euch mal die ganzen Knöpfe, die man hier vorfindet. Und würde ich sagen, geht's los. Wir suchen uns mal eine Ecke, wo wir anfangen, damit wir mal ein bisschen Richtung reinkriegen. Wir haben hier eine Armlehne noch. Hier unter der Klappe befindet sich das Radio. Dann haben wir hier Steckdosen, 12 Volt und hier nochmal Zigarettenanzünder, Getränkehalter, Lautsprecher, hier oben die Heizungsgeschichte. Gebläse einstellen, Klimaanlage, die Temperatur. Hier nochmal ein Mikrofon für die Freisprecheinrichtung. Eine Lampe nochmal. Ja, die Lüftungsdüsen sind hier. Und auf der anderen Seite haben wir die Strahler alle, die ganze Lichtgeschichte hier. Abblendlicht, Standlicht, Rundumleuchte, den Scheibenwischer für die Heckscheibe. Ja, ich glaube, das hier ist irgendwas mit der Cat 4 hier, mit der Kabine, mit der Dichtheit. Ich weiß nicht, ob man da noch was umstellen kann. Und hier oben sind Sicherungen und Relais hinter. Da können wir auch reingucken. Hier ist noch so ein Filter hinter. Und ja, das war es dann auch schon am Dachhimmel. Dann gehen wir hier wieder runter. Hier haben wir nochmal eine Steckdose und 2 USB-Plätze. Ja, und dann sind wir auch schon bei der Hydraulikgeschichte gelandet. Hier haben wir einmal hoch und runter. Da reagiert der Schalter auch nur so, wie man den drückt. Dann können wir hier die Hubhöhe einstellen, die Senkgeschwindigkeit und hier Lage- und Zugregelung einstellen. Ja, hier können wir dann noch, das können wir nachher auch nochmal alles bedienen, wenn der Trecker läuft. Die Hydraulik, die können wir hinten noch hin und her schieben und einen Arm ja, so pendeln lassen, also hoch und runter machen. Das können wir aber nachher mal zeigen, dann sieht man das noch besser. Hier können wir auf Schwimmstellung gehen. Und dies hier, was orange ist, da kann man einstellen, Eco-Modus. Und wenn der auf voll ist, dann dreht der Motor volle Drehzahl. Wenn wir zum Beispiel auf 40 km/h fahren dann, und das Rad steht so rum, dann würde der Motor auch mit 2200 oder was der macht, drehen. Und wenn wir den jetzt auf ganz runterstellen, das kann ich nachher auch nochmal im Display zeigen, was ich damit meine, dann würde der nur bis 1600, also 40 km/h mit gedrosselter Drehzahl fahren. Das kann man hier einstellen.
Und wenn der Motor auch richtig Last haben soll, bin ich der Meinung, muss der dann auch so stehen. Ja, dann kommen wir weiter. Wir können hier die Armlehne hochklappen. Dies hier ist zur Menüführung vorne, das Rädchen. Das kann man auch drücken. Hier ist die ESC-Taste zum Zurückgehen, immer einen Schritt. Dies hier bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das Anhängerbremse ist. Ich konnte da jetzt auch nicht reell was finden in der Anleitung. Aber ich denke, das ist irgendwie sowas, hydraulische Anhängerbremse oder was das für ein Knopf ist, ob der eine Funktion hat. Hier können wir die Ölmengen einstellen, Zeit und Menge. Ja, genau, andersrum eigentlich, wie ich das gerade eben gezeigt habe. Das kann ich aber auch gleich nochmal im Menü zeigen, dann sieht man das besser. Ja, hier haben wir einmal so einen Mann drauf abgebildet mit so einem Schloss. Das ist, wenn wir jetzt aus dem Träger aussteigen würden und wir haben die Zapfwelle an, dann würde die nach 7 Sekunden ausgehen. Und dazu müssen wir Handbremse anziehen. Der Träger muss auf neutral sein. Ich glaube, die Welle darf auch noch nicht an sein. Und dann muss man diesen Knopf drücken, das steht dann auch im Display, dass das aktiv ist. Und dann kann man aussteigen und die Welle würde weiterlaufen. Ja, hier entsperren wir die ganze Hydraulik, die Steuerventile. Da natürlich den Heckkraftheber, den wir dann auch hier wieder finden. Hier können wir dann halt das mit ausüben, was wir hier eingestellt haben. Und hier stellen wir die Hubhöhe ein, hier an der Seite, wo wir hier auch nochmal so ein Symbol haben, was er gerade macht. Und das bedienen wir dann halt über diesen Knopf, was wir eingestellt haben. Also einmal, denke ich mal, betätigen und dann führt er das aus. So, dann haben wir hier das dritte und das vierte Steuergerät. Auf dem vierten ist, glaube ich, die Fondhydraulik. Und hier ist der Joystick. Da haben wir das erste und das zweite Steuergerät drauf. Und da können wir aber auch die anderen mit übersteuern, wenn wir dann den Knopf drücken würden und dann, ich weiß jetzt nicht in welche Richtung, das steht auch in der Anleitung drin, welches Steuergerät ist. Hier vorne ist dann auch nochmal ein Knopf drauf. Insofern kannst du dann alle Steuergeräte auch mit diesem bedienen. Du musst halt dann immer nur den Knopf gedrückt halten. Ja, dann haben wir hier eine Stopptaste, das ist für einen Heckkraftheber. Einfach Stopp drücken, dann steht er still. Diese Automatiktaste hängt mit der Zapfwelle zusammen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel die Zapfwelle jetzt hier einschalten würden, da muss man, das ist jetzt hier wegen der Sicherheit so, muss man runterdrücken, 2 Sekunden nach vorne loslassen, dann läuft sie an. Und aus wäre dann so nach hinten etwas länger drücken. Und dieser Automatikknopf, den kann man vorher noch mit zuschalten, dann würde die bei einer bestimmten Hubhöhe, die man im Display auch einstellen kann, automatisch ausgehen und automatisch wieder angehen. Ja, dasselbe, ich meine, das geht sogar für vorne und hin. So, dann haben wir hier Getriebebremse. Also, wenn man den Knopf betätigt, dann ist eine Verstärkung der Bremse. Also, dann bremst das Getriebe stärker ab. Hier wählen wir den Modus aus vom Getriebe. Manuell, Automatik und, wie heißt der dritte Modus jetzt noch? Sehen wir auch gleich im Menü. Der ist für Zapfwellenarbeiten. Weil man sonst, wenn man im Automatikmodus fahren würde, könnte ich auch mit dem Handgas, wenn ich jetzt auf vorwärts eingestellt habe und ich würde das Handgas jetzt betätigen, würde der Träger losfahren. Und da muss ich halt hier im Modus auf den Zapfwellenmodus gehen, damit ich dann die Zapfwelle einstellen kann, dann meine Drehzahl eingeben kann und dann mit dem Fahrpedal losfahren kann. Weil sonst würde das ja nicht gehen. Dann könnte ich ja keine bestimmte Drehzahl einstellen. Ja, dann haben wir hier Sperre und Allrad. Hier Getriebe neutral. Hier haben wir nochmal zwei Motordrehzahlspeicher. Und dann kommen wir eigentlich auch schon zum Joystick hier, wo wir zwei Tempomatstufen drauf haben. Hier können wir eine Reihenfolge auf abspeichern. Das kann ich jetzt auch nicht so genau erklären. Da kann man Sachen drauf abspeichern, wie er die ausführen soll. Ich glaube 32 Stück sogar. Und dann würde er das ausführen, wenn man hier drauf drückt.
Hier haben wir dann wieder Steuergeräte. Kann man, also das, man würde ja denken, das würde auch so reingehen wie diese Knöpfe, aber die sind nur so, das hört man auch. Nur zum Drücken, da haben wir einmal 8, 9, 6 und 7. Hier sind frei belegbare Tasten. Da kann man sowas drauflegen wie Allrad zuschalten. Das kann man sich alles frei wählen. Also so Sachen, da geht wirklich eine ganze Menge, was man sich darauf packen kann. Diese beiden weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob die auch frei programmierbar sind. Hier ist, glaube ich, das dritte Steuergerät. Ja, genau, das dritte Steuergerät, was wir hier auch haben, kann man da oben auch noch bedienen. Und hier haben wir die Stopptaste, Steuergeräte alle aus sind. Genau, was haben wir jetzt hier hinten? Haben wir noch, dieser Knopf ist dafür da, das kann man nachher auch noch besser zeigen, da kann man in größeren Schritten weiterspringen, wie schnell man fahren will. Wenn man den loslässt, dann geht das in 0,1, glaube ich, 0,1, 0,2 dann. Und wenn man jetzt so macht, würde 15, 15, 20, aber das können wir nachher auch nochmal angucken. Ja, hier würde man dann einmal, wenn man manuell fährt, kann man hier mit beschleunigen und verlangsamen. Dann würde man auch hier unten Gas geben. Oder man stellt die Geschwindigkeit ein und kann dann unten mit dem Fahrpedal fahren und der Motor gibt sich auch automatisch Gas. Genau, dann kommen wir schon nach vorne. Zündschlüssel hier, Warnblinker und hier haben wir nochmal zwei USB-Plätze. Also haben wir hier vier Stecker. Das Lenkrad können wir hier unten schön nach vorne stellen. Können hier auch noch das in der Höhe verstellen. Und da kommt auch die ganze Armatur mit nach vorne. Dann haben wir hier den Blinker und Scheibenwischer drauf. Ganz normales Teil. Hier ist vor und zurück. Das kann man hier einstellen und neutral natürlich. Und auf diesen, da kann man so durchswipen, wie aggressiv er oder wie fein er vor und zurück machen soll. Ob das richtig sanft gehen soll oder etwas schneller. Ja, dann haben wir auf dieser Seite nochmal Vorderachsfederung. Hier ist, da kann man, sag mal eben, wenn man jetzt lenkt, dass man weniger Lenkradbewegung hat, dass das schneller geht. Das kann man auf diesen Knopf hier einstellen. Und hier nochmal Automatik Allrad. Dass er ab einer bestimmten Geschwindigkeit automatisch ausgeht. Ja, hier noch die Handbremse zuletzt. Die haben wir hier. Und das war's dann auch schon. Dies hier werden wir gleich mal genauer erklären. Würde ich sagen, machen wir da weiter. So, dann machen wir mal die Zündung an. So sieht das Ganze aus. Ja, und jetzt durchs Menü können wir uns mit diesem Rädchen steuern. Und der Taste. Und wir haben dann auch schon gleich am Anfang, wenn ich jetzt drehe, drei Ebenen, wo uns was angezeigt wird. Das sieht man jetzt ganz schön, wenn ich da durchgehe. Verändert sich eigentlich immer nur diese Ebene. So, und wenn ich jetzt einmal hier rauf drücke, auf der Taste, dann kann ich Sachen bestätigen, aber ich muss vorher mal eben einmal zurückdrücken. So, und dann bin ich in diesem Menü gelandet und kann hier dann mit dem Drehrad wieder durchangeln. Wir gehen mal jetzt hier rauf. Da sind dann auch wieder ganz viele hinterlegte Sachen. Ja, hier können wir dann so Sachen einstellen wie Sprache, Uhrzeit, Blinkfolgen. Ich weiß nicht, ob man beim Blinker noch was einstellen kann, wie oft er blinken soll, wenn man ihn einmal antickt nur. Und wenn wir jetzt wieder zurückgehen, können wir hier die Hydrauliksachen sehen. Da kann ich jetzt euch auch nicht sagen, was man da alles noch genau einstellen kann. Die Sachen vergisst man ja sowieso meistens dann wieder. Ja, hier können wir mal eben überall reingucken. Hier sind die Zapfwellen. Ich glaube, das hier ist sogar das, wo die Automatikzapfwelle, in welchem Bereich beim Ausheben die ausgehen soll. Und ja, genaue Sachen kann ich euch hier nicht sagen. Ich bin da auch nicht allwissend. Ich bin da auch das erste Mal drin hier im Menü. So, das ist dann diese Anzeige. Achso, wenn wir darauf gehen. Und hier haben wir die Steuergeräte.
es ist schwer aufzunehmen, muss ich sagen. So geht's besser. Da haben wir jetzt die Übersicht, wie was eingestellt ist. Hier sehen wir auch einmal eine Zeit beim grünen Steuergerät und wo sich gerade der Durchfluss, die Durchflussmenge befindet. Die meisten sind auf volle Leistung. Und wenn ich jetzt eins verändern will, da muss der Motor gleich zu laufen. Das machen wir gleich noch. Wir gehen erstmal eben einmal durchs Menü. Haben wir hier noch einmal so eine Übersicht von Flächen, Hektarberechnung, die Stundenzahl, Durchschnittsverbrauch, Gesamtverbrauch. Das können wir auch resetten da. Ich weiß nicht, ob da auch noch mehr Speicher sind. Ja, wir haben ja insgesamt 10, Bank 10, wo wir uns was... Jo, wir können hier 10, also wir können hier 10 Sachen speichern, wo wir was hinterlegen. Also müssen wir nicht immer alles löschen, wenn man da was sehen will. So, hier ist der Fehlerspeicher, ist auch schon ein paar drin. Und jetzt gehen wir mal wieder zurück, da müssen wir auf das Symbol, so. Ja, das war eigentlich das dazu. Eigentlich recht einfach gehalten, wenn man da erstmal so sich ein bisschen mit zurechtgefummelt hat. Und ja, hier sehen wir dann noch einfach die Geschwindigkeit. Das ist eigentlich auch fast alles selbsterklärend, was man da sieht. Hier sehen wir vom Getriebe Automatik, wenn ich da gleich mal durchwechsel. Wir können den gleich mal eben starten. Und das andere Temperatur, Geschwindigkeit. Ja, ich mache ihn mal an. Dazu müssen wir Kupplung und Bremse gleichzeitig treten und den Schlüssel ganz durchdrehen. Eine Heckscheibe zumachen. So, wir wollten jetzt die Ölmengen verändern. Wenn ich das mache, drücke ich diesen Knopf länger. Jetzt piept er und erscheint diese Meldung. Und jetzt nehme ich das Steuergerät, was ich verändern will, betätige das. Und jetzt kommt eine Prozentzahl. Wir können das dann uns genau einstellen, wie die Durchflussmenge da sein soll. Und dann drücken wir wieder die Taste. Oder verschwindet es von selber? Ich glaube, es verschwindet von selber. Und bei der Zeiteinstellung machen wir genau dasselbe. Wieder das Steuergerät benutzen. Und dann kann man das einstellen. Und das kann man für jedes Steuergerät machen. Meine ich, wir können das mal eben ausprobieren, ob das auch bei den Steuergeräten geht, die am Joystick sind. Da sehe ich gerade, geht es nicht. Wieder bin ich jetzt zu blöd. Wie bei diesem geht es auch, wenn ich das betätige. Dann geht das vielleicht bei dem Tasten nicht. Oder ich weiß jetzt die Funktion nicht. Naja, auf jeden Fall habe ich das gezeigt, wie das geht, die Ölmengen einstellen. Und zu den Getriebestufen, also dem Modus hier, den ich hier einstelle. Jetzt bin ich im Automatikmodus. Ich gehe jetzt auch vorwärts, erhöht gleich die Drehzahl. Ich gebe jetzt mit dem Fahrpedal Gas. Und würde ich jetzt auch schneller werden, dann würde er sich auch mal mehr Gas geben. Also er macht das automatisch. Und in der Endgeschwindigkeit ist das jetzt auch noch wieder abhängig, was ich hier eingestellt habe mit dem Drehregler. So würde er bei 40 km/h Vollgas geben und so würde er halt bis 1600 drehen. So, dann schalte ich mal einen Modus weiter. So, dann müssen wir eben auf neutral sein natürlich. Schalte ich einen weiter. Dann sind wir in diesem PTO-Modus. Das ist der, glaube ich, für die Zapfwelle. Jetzt, wenn ich jetzt vorwärts fahre, ich kann zwar auch noch so fahren, jetzt wieder mit Fußgas. Er fährt los, aber er gibt sich ja, ihr seht schon, er gibt sich selber jetzt kein Gas. Und jetzt kann ich, wenn ich jetzt eine Zapfwelle einstelle, ich habe ein Anbaugerät dran, das braucht jetzt so die Drehzahl, kann ich, die Drehzahl bleibt und ich kann jetzt wieder fahren, ganz normal. Das wäre vorher ja nicht möglich gewesen, weil, nehmen wir Handgas weg, schalten wir eben wieder auf Automatik. Ich gehe jetzt auf vorwärts und jetzt nehme ich das Handgas ganz leicht vor und der Trecker fährt los. Mit dem Handgas. Ich gebe jetzt mit dem Fuß kein Gas. Handgas wieder auf 0, Trecker steht. Es geht auch mit rückwärts. Wir machen auf rückwärts. Handgas. Also ihr könnt den Trecker
übers Fußgas, sowohl auch übers Handgas fahren im Automatikmodus. Und dann haben wir noch den manuellen Modus. Da fahren wir dann mit dem Joystick hier. Dazu müssen wir natürlich auch vorwärts oder rückwärts und können jetzt hier vorwärts oder Stillstand auf rückwärts gehen und genauso rückwärts fahren. Also immer nach vorne drücken und nach hinten verzögern bis zum Stillstand. So, wieder auf neutral. So zum normalen Fahren ist eigentlich der Automatikmodus am besten, da macht er alles alleine. Da macht ihr nur noch vorwärts, gibt Gas und er macht alles selber. Ja, jetzt können wir hier noch einstellen, wie doll er beim Vorwärts-Rückwärts-Schalten, wie aggressiv er das machen soll halt oder wie feinfühlig. A2 ist das dollste, das ist schon ein bisschen abgeschwächt. Dann haben wir M, das ist Mittel. Dann kommt S1 und S2. S2 ist ganz sanft. Jetzt können wir das hier in der Halle natürlich gucken, ob man das sehen kann. Bei so langsamen Geschwindigkeiten. Ich glaube, es geht besser, wenn ich das zeige. Wenn wir mal auf den Zapfwellenmodus gehen. Ich gebe mal ein bisschen Handgas. Wir fahren jetzt ganz sanft. Dann ist das. Das ist das Sanfteste jetzt. Wenden her und wenn ich jetzt in dem A2, das ist das stärkste vom Wenden jetzt, ja, das merkt man auch. Das ist schon deutlich, ja, ruppiger. Aber so wie man es braucht, kann man sich das einstellen. Da findet man auf jeden Fall seine Wahl. Ja, schalten wir wieder auf Automatik. Das war das dazu. Eigentlich haben wir das Gröbste erklärt. Hier können wir das nochmal eben demonstrieren, wenn wir jetzt das einschalten, der piept. Und jetzt passt auf, ich drehe nur ganz wenig, guck auf die Räder mit der Hand. Voller Einschlag auf der anderen Seite. Also das ist wirklich eingeschlagen und jetzt schalten wir mal wieder auf Mitte. Schalten das mal wieder aus. Und jetzt seht ihr, sind das ja auch schon viel mehr Umdrehung. Ja, das haben wir auch. Hier die Vorderachsfederung halt. Das war der Allrad. Ja, das war's dazu. So, ich habe noch die Drehzahlspeicher hier, die ich euch nochmal erklären will. Das geht nur im manuellen und in dem PTO-Modus. Und ja, wenn wir jetzt einmal raufdrücken, dann ist die gespeicherte Geschwindigkeit dann auch an, je nachdem, was man da eingestellt hat. Und wenn man jetzt eine neue speichern will, also wenn man jetzt nochmal raufdrückt, geht die auch wieder aus. Wenn man neue speichern will, dann jetzt gebe ich das Handgas vor, sage ich 1400 Tour. Und jetzt drücke ich den 3 Sekunden. Jetzt erscheint er auch im Display unten. Das hat das auf 1 gespeichert. 1404 Touren. Drehzahlspeicher ist auch an. Jetzt mache ich wieder aus. Handgas wegnehmen, natürlich. So, jetzt hat er das gespeichert. Jetzt wird das immer angezeigt. Eigentlich recht einfach. Das können wir auf beiden Tasten so machen. Also einmal vorgeben, länger drücken und dann ist das fertig. So, und genau das gleiche ist so mit den Tempomatstufen. Also einmal vorgeben. Meine ich, oder können wir sogar, das können wir mal ausprobieren. Ich fummel mich da ja auch alles rein. So, wir sind jetzt Automatikmodus. Vorwärts steht jetzt ja die 10 km/h. Und jetzt können wir, wenn wir den nach vorne drücken, also 10 km/h wäre unsere Endgeschwindigkeit. Wir können auch noch tiefer runter gehen. Wenn ich jetzt nach hinten mache, oder nach hinten gedrückt halte, verändert sich die Geschwindigkeit da. Und jetzt kann ich das Pedal voll durchtreten und er würde nicht schneller als 0,8 km/h fahren. Das stelle ich jetzt hier ein. Und wenn ich, das geht bis 40 und ich meine, wenn ich diese Taste jetzt hier nach unten drücke, da
dann gehe ich immer, genau, dann gehe ich immer 5, dann habe ich 5, 10 und 20, 40. Dann bin ich da schneller durch, dann muss ich nicht alles einzeln durchsuchen. Und jetzt war meine Überlegung, ob man so den Tempomat vielleicht abspeichern kann, dass ich mir das jetzt so einstelle hier genau. Ich sage jetzt 8,5 km/h und ich würde jetzt... Hat er das jetzt gespeichert? Ich glaube nicht. Ich kann das jetzt ja hier in der Halle schlecht ausprobieren. Na, hier fahre ich da irgendwo gegen. Oder wir machen das mal auf ganz langsam. 0,2 haben wir jetzt und wir drücken mal auf Speichern. Wir werden es sehen. So, jetzt will ich losfahren. Es wird auch nur 0,2. Ich glaube, dazu muss man fahren. Das machen wir dann in dem Video, wo wir mal draußen sind. Dies hier war ja eigentlich nur für die Kabine. So, es soll jetzt auch angeblich die Funktion Stop and Go geben. Und wenn ich jetzt auf Automatik wieder schalte, ich wähle vorwärts, fahre mit dem Pedal, dann kann ich den jetzt ja so immer nur anhalten. Und wenn ich jetzt Löcher bohre, muss ich ja auf den Punkt genau anhalten und will dann ja auch genau wieder weiterfahren. Also müsste ich jetzt so fahren. Aber dann muss ich ja jedes Mal umwechseln. Jetzt habe ich mir gedacht, wenn ich auf manuell schalte, dass er dann ja von alleine weiterfährt. Das machen wir mal eben. Jetzt können wir uns ja auf vorwärts, jetzt fährt er 1 km/h, habe meinen Fuß nicht auf dem Gas. Jetzt dachte ich, mit der Bremse anhalten. Okay, das geht nicht. Sprich also Kupplung mit dazu. Ja, dann hält er an. Dann fährt er los, aber dann ist ja, das ist ja genauso wie bei wie beim normalen Schalter, ne? Ich dachte, man kann ihn jetzt über die Bremse anhalten. Oder muss man da noch irgendwas einstellen? Das weiß ich natürlich jetzt nicht. Ich wüsste jetzt aber nicht, was ich hier einstellen soll. Ich kann ja nochmal den anderen Modus wählen. Vorwärts. Aber da fahre ich ja genauso ohne Gas. Ich kann ja ein bisschen Gas geben. Aber das ist ja, wenn ich vom Gas gehe, halte ich ja an. Obwohl Automatikmodus. Genau. So muss ich mal treiben. Und jetzt machen wir das mal mit dem Handgas. Aber er fährt dann nicht wieder los. Er bleibt stehen. Wir müssen also neu vorwählen und würden jetzt mit Handgas fahren. Jetzt geht das Handgas gar nicht. Achso, wir müssen immer neu vorwählen, wenn wir einmal die Bremse getreten haben. Also geht das wahrscheinlich nur auf den manuellen Modus und dann mit Kupplung und Bremse gleichzeitig treten. Aber dann bin ich ja jetzt nicht weiter. Ich dachte, man kann die noch leichter anhalten. Mit dem Finger irgendwie, aber so kann ich ihn ja auch nicht anhalten. Müsste ich jetzt halt quasi so immer machen. Und dann bremsen. Dann würde das gehen. Oder ich mache das verkehrt, die Stop-and-Go-Bremsung. Da könnt ihr ja mal schreiben, ob ihr da bessere Wege kennt. Ich denke mal, ich habe euch das meiste gezeigt und ja, dann war es das zu diesem Video. Wir können ihn auch nochmal eben ausschalten. Dann können wir uns anziehen, sonst packen.
Tag der gleichen. Und ja, beim Aussteigen können wir einmal hier rauf treten, dann fährt alles nach vorne und Durchgang ist frei. Können wir nochmal eben einmal aussteigen. Und hier sieht man jetzt auch nochmal so die Ansicht, dass die Armlehne auch mitfedert mit dem Sitz. Das ist hier alles mit am Sitz dran. Und ja, eben der Kabinenfußboden, den haben wir hier. Die Luft sitzt da. Ja, das war's zu dem Kabinenvideo. Wie sieht sie von innen aus? Ich denke mal, ich konnte euch das meiste zeigen, das meiste erklären. Ich habe mich da auch erst gerade heute mal ein bisschen mit beschäftigt und reingefuchst. Und ja, also, bis dann.